Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video unseres Seminars Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Wir werden uns heute mit dem Tool CQP Web beschäftigen und dann wird es ein bisschen um Wissenschaftstheorie gehen, nämlich wie formulieren wir eigentlich in der Korpuslinguistik Hypothesen und wie können wir operationalisieren. Ja, also ein kurzer Überblick über den Stoff der letzten Sitzung, dann geht es um CQP Web. Das ist ein Tool, mit dem man eigene Korpora hosten und verwalten kann und über die ich meine Spezialkorpora zur Fußballlinguistik zum Beispiel zur Verfügung stelle und dann eben zum Thema Hypothesenoperationalisierung. Wir haben uns in der letzten Sitzung mit dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, dbds.de, beschäftigt. Wir haben gesehen, dass es verschiedene Ressourcen bereithält, nämlich jede Menge Korpora, die vollständig lemmatisiert und Part of Speech getaggt sind. Es sind historische, aber auch gegenwartssprachliche Korpora verfügbar, Zeitungskorpora, Webkorpora, Blogkorpora und so weiter. Und wir haben den besonderen Luxus, dass wir hier ausgewogene Korpora haben mit dem Kernkorpus 20 zum Beispiel, über die Jahrzehnte, aber auch über die verschiedenen Textbereiche hinweg ausgewogene Korpora. Und wir haben noch gesehen, dass es verschiedene Features gibt. Es gibt redaktionelle Lexikon-Einträge, wir haben die Möglichkeit, Wortprofile abzufragen und es gibt das wunderbare Tool Diacolo, über die wir die Veränderung von Kollokationsprofilen im zeitlichen Verlauf nachvollziehen können. Gut, und heute soll es um CQP Web gehen. CQP Web ist eine webbasierte Anwendung, über die man Korpora, eigene Korpora bereitstellen und auch analysieren kann. Wir hosten bei uns an der Professur für angewandte Linguistik eine Instanz und da werden jetzt in Zukunft laufend neue Korpora hochgeladen und zur Verfügung gestellt. CQP Web ist eine Webanwendung, die eigentlich nichts anderes macht, als auf Software zurückzugreifen, die im Hintergrund läuft, nämlich die sogenannte Corpus Workbench. Das ist ein überaus mächtiges und auch sehr flexibles Tool. Ich empfehle allen, sich damit mal zu beschäftigen, aber es ist ein bisschen eine Frickelei. Die Corpus Workbench ist ein Command-Line-basiertes Tool, dessen Herzstück der sogenannte Corpus Query Processor ist, CQP genannt, deswegen auch der Name CQP Web, womit es möglich ist, sehr flexibel und effizient Korpusabfragen zu stellen und vor allem ist es auch kompatibel mit regulären Ausdrücken. Das ist eine Suchsprache, die es möglich macht, nach Mustern zu suchen. Wir werden uns damit noch ausführlich beschäftigen. Es gibt dieses Tutorial unter dieser URL, wo Sie die Möglichkeiten von CQP Web vorgeführt bekommen. Ich hoffe, Sie hatten schon Gelegenheit, sich das mal anzuschauen. Wie der Corpus Query Processor läuft, kann man sich noch mal vergegenwärtigen, wenn wir uns an das Datenmodell erinnern, was ich Ihnen in der zweiten Sitzung gezeigt habe. So sind die Texte formatiert, die Daten formatiert, wie sie in die Corpus Workbench geladen werden. Das heißt, wir haben eine XML-File, wir haben Metadaten oben als XML-Attribute und dann haben wir hier die einzelnen Spalten für die Primärdaten und dann noch die Annotationen. Und wir können nun auf diese verschiedenen Schichten in einer Suchsyntax zugreifen, welche CQP Web auch nutzt und wie man also diesen Corpus Query Processor ansteuern kann. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier. Ich interessiere mich für die Formulierung zu schwer und ich möchte wissen, welche Adjektive kommen überhaupt in so einer Konstruktion vor, also zu x. Ja? Dann können wir also hier nach dem Lemma suchen. Zu an der Stelle hier und dann suchen wir nach dem Part of Speech. Das ist ein adverbial gebrauchtes Adjektiv. Ja, alles Mögliche, was hier eingesetzt werden kann. Und dann definieren wir noch eine Metadateneingrenzung. Nämlich ich interessiere mich jetzt nur für Texte aus dem Jahr 2019. Das heißt, wir greifen hier auf dieses XML-Attribut zu und formulieren hier
diese truncierte Variante, also es muss aus dem Jahr 2019 stammen. Wenn wir uns jetzt nur für zu X in Überschriften interessieren würden, könnten wir das Ganze noch weiter eingrenzen, indem wir noch diesen within H1 hinzufügen. Das bedeutet, dass nur innerhalb dieser XML-Tags gesucht wird. Und letztlich macht CQP Web nichts anderes, auch wenn sie nicht die CQP-Syntax wählen, als ihre Suchanfragen letztlich genau so zu übersetzen. Also sie haben natürlich die Möglichkeit, es in CQP Web einfach so zu machen, in eckigen, in geschweiften Klammern zu, dann sucht er nach dem Lemma und dann Unterstrich Adjede, dann sucht er nach dem Part-of-Speech-Tag und dann können sie unten noch, wenn sie Restricted Query machen, dann die Häkchen setzen und das nur für ein bestimmtes Jahr suchen. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, aber es empfiehlt sich in jedem Fall, diese Syntax auf jeden Fall zu lernen, weil sie viel, viel flexibler ist und wir ganz präzise sagen können, in welchen Ebenen wir was eigentlich wie genau suchen wollen. Genau, es gibt in CQP Web noch die Möglichkeit, abseits von CQP die Simple Query Syntax zu wählen. Die ist nicht wirklich simpel, aber sie ermöglicht es trotzdem, in CQP Web so ein paar nützliche Dinge zu machen. Zum Beispiel, wenn wir Substantive mit dem Attribut Deutsch suchen wollen, dann können wir das so machen und ich zeige Ihnen das einfach mal direkt. Wir gehen mal hier in die Plenarprotokolle und suchen mal nach so war das. Ja, das heißt, wir suchen nach dem hier und als Bedingung formulieren wir das davor. Das bedeutet diese Richtung, dass das Adjektiv Deutsch stehen muss. Ja, und jetzt finden wir hier diese ganzen Treffer. Wenn wir jetzt hier einen Frequency Breakdown machen, dann finden wir hier in absteigender Frequenz genau diese Treffer. Wir könnten natürlich auch einfach so suchen, um das zu zeigen. Deutsch. Dann finden wir allerdings hier das in die Suchanfrage inkludiert. Und wenn wir jetzt einen Frequency Breakdown machen, haben wir das Problem, dass wir hier verschiedene flektierte Formen haben, was wir dann mühsam erst manuell zusammenrechnen müssen. Und deswegen ist für so einen Fall kann die Simple Query Syntax ganz gut sein. Und vor allem, wir haben die Möglichkeit in CQP Web, dass wir eine hypertextuelle Organisation haben. Wir können uns von Belegen zu Kontexten durchklicken, von Frequenzen zu Belegen, von Texten zu Quellen. Und wir haben statistische Analyse-Tools wie Kollokationen und Keywords. Wir werden uns mit Keywords in der nächsten Woche beschäftigen und mit Kollokationen, anders als eigentlich angekündigt, aber wir verschieben das. Um es zu zeigen, wir können uns hier von den Frequenzen zu den einzelnen Belegen klicken, dann können wir uns, wenn wir hier draufklicken, ein bisschen erweiterten Kontext anzeigen lassen. Hier können wir uns die Metadaten anzeigen lassen. Hier können wir uns erweiterten Kontext anzeigen lassen und das macht es doch sehr bequem im Gegensatz zu diesem Command-Line-Tool, was im Hintergrund läuft. Gut, kommen wir zum zweiten Thema für heute, Hypothesen und Operationalisierung. Der klassische Weg der empirischen, korpusbasierten Forschung würde so aussehen, ganz grob gesprochen, dass wir mit einer Theorie beginnen. Wir lesen linguistische Literatur und finden da Forschungsergebnisse und bestimmte Theorien und daraus, das macht uns neugierig, wir entwickeln dann eine bestimmte Forschungsfrage, wo wir nochmal ein bisschen genauer nachschauen möchten. Stimmt das überhaupt? Muss man das erweitern? Lässt sich das übertragen? Und so weiter. Und dann müssen wir eine Hypothese formulieren. Wir müssen also den Weg finden von einer Frage, die noch sehr allgemein sein kann. Wie entwickelt sich eigentlich das Deutsche? Oder wie schaut es aus mit den Varietäten? Oder wie ist es eigentlich mit internetbasiertem Sprachgebrauch? Und dann müssen wir eine Hypothese formulieren. Zum Beispiel, dass in internetbasiertem Sprachgebrauch wir mehr typisch mündliche Konstruktionen finden als in Zeitungs-
Texten zum Beispiel. Ja? Und dann können wir von dieser Hypothese ausgehen und können versuchen, die zu testen. Wir müssen also jetzt, jetzt ist der Schritt, wo wir dann in die Corpora reingehen. Wir versuchen, die Hypothese zu testen und zu bestätigen oder auch abzulehnen, ob das denn so stimmt, ob wir dafür Hinweise finden, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wie die Verteilungen sind und so weiter. Also hier sind wir jetzt wirklich in den Korpusdaten und wir können dann, je nachdem, was wir rausfinden, dann auch wieder zurück zur Theorie gehen, dass wir dann möglicherweise die Theorie ergänzen müssen oder auch umstricken müssen, falls es wirklich nicht kompatibel ist mit den empirischen Daten. Das sieht jetzt sehr simpel aus, ist es natürlich aber nicht, denn an vielen, vielen Stellen erwarten uns Fallstricke und ein ganz wichtiger Fallstrick oder was es so schwierig macht, ist hier dieser Schritt von der Hypothese zum Test und Bestätigung und Ablehnung der Hypothese, denn um wirklich von einer Hypothese zu den Korpusdaten zu kommen, mit denen wir dann was machen können, müssen wir die Hypothese operationalisieren. Wir müssen vernünftige Suchanfragen formulieren, wir müssen uns überlegen, mit welchen Corpora arbeiten wir überhaupt, welche Texte wählen wir aus, welche Metadaten brauchen wir, um das wirklich vernünftig untersuchen zu können und so weiter und so fort. Und jetzt nehmen wir mal ein paar Beispiele. Sie kennen das, gibt immer wieder in Zeitschriften oder auch auf Reddit oder Facebook so dieser Artikel, dass es im Deutschen kein Wort für XY gibt oder es gibt ein Wort für XY, das gibt es aber nur im Deutschen. Das heißt, in anderen Sprachen gibt es kein Wort für das, was wir Deutschen Gemütlichkeit nennen oder so ähnlich. Sie kennen solche Geschichten. Und wenn wir jetzt so eine Hypothese haben, das macht es einigermaßen schwierig, das damit wirklich wissenschaftlich umzugehen, zumindest korpuslinguistisch damit wirklich umzugehen. Es ist möglicherweise so, dass wir die These verifizieren können, ja, indem wir einfach so lange suchen, bis wir eben ein Wort gefunden haben, was genau diesen Gegenstand bezeichnet. Das Problem ist aber, dass wir die These nicht falsifizieren können. Ja, nehmen wir mal an, wir finden das Wort nicht, dann können wir immer sagen, ja gut, unsere Corpora waren nicht groß genug. Ja, oder ich habe nicht aufmerksam genug gesucht und so weiter. Das heißt, so reine auf Existenzbehauptungen abzielende Hypothesen sind immer sehr, sehr, sehr problematisch. Und ich erinnere nochmal an Karl Popper, den haben Sie bestimmt schon mal gehört, der diesen wichtigen Satz geprägt hat. Hypothesen, das ist das Entscheidende, sie müssen falsifizierbar sein. Das ist zunächst mal kontraintuitiv, weil wir ja in der Wissenschaft davon ausgehen würden, dass wir neue Erkenntnisse erzielen wollen. Das heißt, eigentlich wollen wir ja wahre Aussagen über die Welt treffen. Insofern sollte es eigentlich darum gehen, etwas zu verifizieren. Popper dreht das Ganze aber um. Im Forschungsprozess müssen wir unsere Hypothesen so formulieren, dass es zumindest in der Theorie auch möglich ist, sie tatsächlich zu falsifizieren, weil wir sonst nie wirklich abschließend darüber Aussagen machen können, dass wir hier wirklich was Relevantes gefunden haben. Ja, und hier ist es nochmals wichtig, sich an die Definition von Korpuslinguistik zu erinnern, wie ich sie Ihnen vorgestellt habe. Ich zitiere nochmal Stefanovic. Es geht um the investigation of linguistic research questions that have been framed in terms of the conditional distribution of a linguistic phenomenon in the corpus. Und es geht um dieses conditional distribution. Daran können Sie sich immer aufhängen. Und das heißt, wir können das jetzt mal so formulieren, dass wir Hypothesen als Behauptungen definieren. Es sind natürlich nur testweise Behauptungen, eben, das meint er gerade, hypothetische Behauptungen, nicht über die Existenz von etwas, sondern es geht um Relationen zwischen etwas. Und das sind zunächst mal theoretische Konstrukte, sowas wie Herkunft, ja, oder grammatische Konstruktionen, Morpheme, was auch immer, Wortbildungstypen, das sind ja alles linguistische Konstrukte, die wir entwerfen in der Wissenschaft, um die Phänomenfülle zu ordnen. Und dann haben wir so ein Konstrukt wie bestimmte Speech Communities, Nationalsprachen, regionale Varietäten,
mediale Varietäten, Funktiolekte, was auch immer. Ja? Und da geht es darum, dass wir Relationen behaupten, dass die bestehen, dass die auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Und das können wir tatsächlich testen und das können wir auch falsifizieren, indem die Relationen eben nicht so aussehen, wie wir es vorhersagen. Wir tun das so, indem wir Variablen definieren. Wir unterscheiden zwischen der unabhängigen Variable und der abhängigen Variable. Unabhängige Variable ist das, was Einfluss nehmen soll auf das Einfluss genommen wird. Ja, die abhängige Variable. Zum Beispiel können wir sagen, die Herkunft der Sprecherin korreliert mit dem Tendenz dazu, bestimmte grammatische Konstruktionen zu benutzen oder auch nicht zu benutzen. Sie erinnern sich vielleicht an das ich erkenne an oder ich anerkenne, ja, was hinweist auf Schweiz oder Nicht-Schweiz. Das wären hier solche Beispiele. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben eine Hypothese. Sie lesen in der Schweiz Zeitung und Ihnen fällt das Wort parkieren auf oder Sie laufen durch die Stadt und sehen parkieren verboten und Sie wundern sich, weil Sie dieses Wort noch nicht gehört haben. Da sagt man doch parken. Ja, parken verboten, aber in der Schweiz überall steht dort parkieren verboten und dann haben Sie die Idee, das ist offenbar eine ganz spezifisch schweizerische Variante zum deutschen Parken. Und diese Hypothese lässt sich leicht verifizieren, ja, indem wir zum Beispiel mal in der NZZ nachrecherchieren und wenn wir dort nach Verben suchen, die mit Park anfangen, dann finden wir sehr viel parkiert, wie hier aus dem Live-Ticker. GC hat jedoch den Bus vor dem eigenen Schafraum parkiert. Wir finden aber nicht parken. Ja? Sie lässt sich aber auch falsifizieren. Zum Beispiel können wir in DWDS mal recherchieren und finden dann auf tagesspiegel.de hier diesen Satz, wo man beim Autokauf die lieben Kleinen parkieren kann. Also kommt es offenbar nicht nur in der Schweiz vor, sondern auch in Deutschland. Das heißt, wir müssen unsere Hypothese vielleicht spezifizieren, dass wir sagen, naja, es ist vielleicht keine spezifische Schweizer Variante, aber wir können dennoch sagen, naja, es ist eine typische Schweizer Variante. Das heißt, wir argumentieren jetzt mehr mit Wahrscheinlichkeiten. Und das können wir einfach machen, indem wir uns Verteilungen angucken und dann sehen wir eben in Deutschland vielleicht eine 99:1 Verteilung, Parken versus Parkieren und in der Schweiz genau andersrum. Und dann haben wir gute Gründe, unsere Hypothese als bestätigt anzusehen. Ja. Gut, Hypothesen, das ist der nächste Schritt. Sie müssen so operationalisiert werden, dass man die Faktoren dann auch tatsächlich messen kann. Das heißt, das ist relativ simpel bei so einem einfachen Wort, nach dem wir dann ganz normal suchen können. Ja, wir müssen dann ein bisschen die Suchsyntax kennen, aber es ist relativ simpel. Und wir haben ja auch schon Korpora, die wir nutzen können. Andere Hypothesen, da müssen wir uns überlegen, welche Korpora müssen wir eigentlich erstellen und wie können wir das Ganze so formulieren, dass wir es noch tatsächlich messen können. Ja, es geht ja um Distributions. Letztlich geht es darum, quantitative Aussagen zu treffen oder sie zumindest quantitativ zu stützen. Und wie können wir das messbar machen? Und es gibt Gütekriterien für Operationalisierungen, nämlich vor allem zwei. Zunächst mal die Reliabilität lässt sich so fassen, bei Wiederholung durch andere Personen und zu anderem Zeitpunkt muss die Messung zu gleichen Ergebnissen führen. Das ist wiederum simpel bei sowas wie Parkieren. Ja? Ob ich jetzt danach suche oder jemand anders und ob ich das heute mache oder morgen, es wird, wenn die Korpusdaten die gleichen sind, immer das Gleiche rauskommen. Aber nehmen wir mal sowas wie so eine Hypothese, wie AfD-PolitikerInnen verwenden in ihren Bundestagsreden mehr aggressive Sprachbilder als andere Fraktionsmitglieder. So. Wie können wir das jetzt operationalisieren? Was sind aggressive Sprachbilder? Wonach müssen wir eigentlich suchen? Und ist das reliabel? Ja, also wir können sagen, naja, irgendwie Wörter, die
wo zum Beispiel Tiervergleiche aufgemacht werden, ja, oder Depersonalisierungen oder was, wo, ja, denken Sie sich was aus. Und dann ist die Frage, wenn ich das mache, dann kann ich das auszählen, ich lese mir ein paar Reden durch, ja, und streiche mir was an. Und jetzt macht es am nächsten Tag jemand anders, ob der die gleichen Stellen anstreichen wird, das ist nicht ohne weiteres gesagt. Das heißt, wir müssen präzise so operationalisieren, dass wirklich klar ist, was mit welchen Methoden und aus welchen Gründen wie genau gesucht wird. Das zweite Gütekriterium ist die Validität. Das Gemessene sagt tatsächlich etwas darüber aus, was man messen möchte. Das klingt unglaublich trivial, ist aber trotzdem nicht immer gegeben. Ich mache jetzt mal ein bewusst absurdes Beispiel, aber nehmen wir mal an, wir finden hier so eine Verteilung, durchschnittliche Satzlänge, State of the Union. Ja? Wir könnten jetzt mal auf die Idee kommen, je dümmer amerikanische Präsidenten sind, desto kürzer sind die Sätze, die sie verwenden, weil sie kognitiv nicht in der Lage sind, komplizierte Sätze zu bilden. Ja, und dann könnten wir jetzt anschauen, naja, gut, tatsächlich die Satzlänge nimmt ab im Verlaufe der Jahre und hier Trump, das sind wirklich ausgesprochen kurze Sätze, also ist Trump ein vergleichsweise dummer Präsident in der amerikanischen Geschichte. Ja, also wir haben hier etwas, was sehr reliabel ist, Satzlänge, das lässt sich ganz einfach zählen, mit ein paar Abstrichen, was ist zum Beispiel mit Gedankenstrichen, mit Semikolon, sind es verschiedene Sätze, ja oder nein. Aber im Prinzip ist es simpel. Aber ist es valide? Also sagt Satzlänge tatsächlich etwas aus über kognitive Fähigkeiten? Das ist überhaupt nicht klar. Und wahrscheinlich ist unsere Operationalisierung nach der Intelligenz von Rednerinnen über die Satzlänge zu suchen nicht wirklich vernünftig. Okay, und dann haben wir noch speziell korpuslinguistische Probleme bei der Operationalisierung, nämlich die Formulierung von Suchanfragen. Sie haben ja jetzt die letzten Sitzungen immer schon verschiedene Syntaxmodelle kennengelernt, um Suchanfragen zu formulieren. Und ich mache es mal an einem Beispiel, aus der Grammatik diesmal. Es geht mir um das Phänomen der uneingeleiteten Nebensätze beziehungsweise abhängige Hauptsätze. Ist Ihnen vielleicht neu in dieser Terminologie, aber Sie kennen das Phänomen. Sie können so einen Satz formulieren. Ich glaube, der Lockdown wird verlängert. Ja? Steht da jetzt an, die Entscheidung, und ich glaube das tatsächlich. Wir könnten es auch so formulieren. Ich glaube, dass der Lockdown verlängert wird. Hier haben wir, also Variante 2 ist ein klassischer abhängiger Nebensatz oder eingeleiteter abhängiger Nebensatz. In der Variante 1 finden wir eigentlich zwei Hauptsätze. Ja, wir erkennen Hauptsätze im Deutschen an der Verb-Zweitstellung. Der Lockdown wird, hier ist das finite Verb an der zweiten Stelle im topologischen Satzmodell. Und wir finden aber auch noch davor auch einen Hauptsatz, ich glaube. Ja? Also es ist ein abhängiger Hauptsatz, weil er ist abhängig von dem ich glaube, oder er ist uneingeleitet, weil die klassische nebensatzeinleitende Konjunktion das hier eben fehlt. So, und jetzt möchten wir nach solchen uneingeleiteten Nebensätzen suchen in einem Korpus. Und ich möchte das gerne gleich vorführen. Wichtig ist, wir müssen eine, oder nein, ich zeige es erstmal. Wir gehen jetzt mal, ja doch, wir können ruhig hier bleiben in den Plenarprotokollen. Also wir haben sowas wie, ich glaube, Komma, machen wir das mal so, ja. Ja, jetzt sehen wir hier zunächst mal die, wenn wir hier drüber hovern, wie die Part of Speech Tags sind. Dann können wir das jetzt also mal ein bisschen allgemeiner fassen.
PPR Vin. So. So, jetzt finden wir hier einiges, was passt. Ja, ich glaube, der, aber hier, wenn es gelingt, das Wendelmeer unter Schutz zu stellen, das ist nicht das, wonach wir gesucht haben. Ja, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, das Ganze zu formulieren. Das heißt, hier hätten wir das, was wir ein klassisches False Positive nennen. Das heißt, wir können das vielleicht mal, wir suchen oder einfach mal hier nach dem, gucken wir mal, was wir hier finden. Ja, also das wollen wir gerade nicht. Ja, wir können jetzt mit einem Ausschlusskriterium arbeiten und jetzt müssen wir vielleicht doch mal die CQP-Syntax nehmen. POS PPR POS VVIN, dann ein Komma und jetzt können wir hier ein ausschließendes, eine ausschließende Suche. Es darf nicht keine Konjunktion sein. Ja? Das ist doch, klingt doch erstmal vernünftig. So, jetzt haben wir, ich glaube, dass, ja, ich glaube, ich weiß, Sie hören das nicht gerne, das scheint alles zu passen, ja, aber sowas wie, wir helfen, Perspektive zu geben, passt schon wieder nicht so ganz, ja. Ja, wenn Sie erlauben, beginne ich meine Rede, scheint auch nicht so wirklich das zu sein, wonach wir gesucht haben. Ja, ich glaube, dann kommt es, dass das wiederum passt. Ja, also das nur mal als ein erster Einblick. Wir müssen das jetzt hier nicht vertiefen. Wichtig ist, dass es darum geht, eine Suchanfrage zu finden, die abstrakt genug ist, dass wir wirklich viele Fälle finden, die aber zugleich auch präzise ist, um falsche Positive auszuschließen. Ja, also wir könnten dann jetzt so eine Hypothese formulieren, wie in mündlichen Reden ist diese, sind uneingeleitete Nebensätze häufiger im Verhältnis als in schriftlichen Texten. Ja? Oder wir könnten danach fragen, welche Verben sind eigentlich geeignet, in solchen Konstruktionen vorzukommen. Ja? Also wir haben gesehen, ich glaube, ich befürchte, ich denke, ich weiß und so weiter. Aber also was zeichnet die semantisch aus, diese Klasse von Verben, die hier vorkommen kann. Und deswegen müssen wir zunächst mal eben eine Abfrage finden, die abstrakt ist, aber gleichzeitig präzise genug. Es gibt in der Computerlinguistik, das nur als letzte Ergänzung, die Metrik Precision und Recall, die genau darauf abzielt. Es geht darum, das zu fragen, sind die Treffer, die wir erzielen, tatsächlich das, wonach wir gesucht haben? Ja? Und haben wir tatsächlich alles gefunden, wonach wir gesucht haben? Und es geht darum, in beiden Werten möglichst gut zu sein. Das zeichnet gute Suchanfragen aus. Ja? Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Kurs. Ciao.